Er kann nicht. Okay, ich sichere nach hinten ab. Du schaust vorne oder was? Ich schaue hinten. Alles klar. Hab ja noch mein Kätzchen. Kitty, Kitty. Kitty, Kitty. Hier. Zu dem soll ich. Ich bin Gilberto Rosario. Entertainer, ledig und Spionagechef und ledig. Der Revolution. Meine bessere Hälfte hast du vielleicht schon im Fernsehen erlebt. Nee. Rosa Mel, guck nicht so überrascht. Es ist erstaunlich, was blauer Lidschatten und ein paar Kokosnüsse ausrichten. Für Kokosnüsse, ey. Die Regierung glaubt, sie würde Rosa Mel benutzen, um die Herzen und Hirne der Yarana zu beeinflussen. Aber nein, Rosa Mel benutzt sie. Ein Tänzchen, ein kleines Zwinkern, viel rum und diese Generäle singen Lieder, für die Castillo ihnen die Zungen rausschneiden würde. Aber Rosa Mel kann nicht überall gleichzeitig sein. Also schicke ich meine Chamäleons. Sie fallen nirgendwo auf, werden zu Schatten und berichten mir alles. Mein Bester, Sergio, arbeitet heimlich in den Ställen für uns. Er hat sich mit einem Capitán Osvaldo Díaz angefreundet, den wir schon eine ganze Weile beobachten. Er hat signalisiert, dass er sich mit uns treffen will. Aber Dios mio, alle meine Chamäleons sind im Einsatz. Könntest du dich mit Sergio treffen, Schätzchen? Ja. Ich weiß nicht, was er braucht, aber ich glaube, er steckt in Schwierigkeiten. Und du siehst mir so aus, als könntest du damit umgehen. Okay, mach ich. Der Rucksack da ist ein Undercover-Hengst, das heißt die iranische Geschichte. Und wir müssen 3000 Meter... Alter, wollen die mich trollen? Gut. Schnellreise. So. Und dann kann ich ja gleich die Kiste da nehmen. Moment, ich mache mir mal kurz einen Punkt. Uff. Das war das schwammige Ding hier, ne? Ja. Irgendwie lenkt der nicht richtig. Ich habe keine Ahnung, warum. Der lenkt relativ spät. Ich weiß nicht, warum. Muss ich da irgendwo runterspringen, damit ich diese Funktion verwenden kann? Damit der fliegt? Steht da irgendwas mit Dreieck? Nee. Da muss es ein anderes Auto gewesen sein. Da geht das Ärger. Ich sollte helfen. Ich kann jetzt nicht. Triff dich mit Gilbertos Chamäleon. So. Halt! Wir müssen hier... Hier müssen wir irgendwie... Alter, ich fahre hier voll die Bäume um. Cool. Der Gestank von Pferden und Faschisten. Kann man da einfach reingehen? Hola? Dani. Ja, Sergio? Mit einer Geisel in den Stallungen fest und auf Finca wimmelt es nur so von Soldados. Du musst uns hier rausholen. Halt durch, ich komme. Die Kamera da muss weg. Okay, also muss ich die wirklich killen. Ich dachte, ich gehe da einfach rein, weil der mich angemeldet hat oder so. Ich weiß nicht, ob die hier einen Alarm haben. Warte mal. Ja. Die haben tatsächlich einen Alarm. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Jungs, was ist los?
Ich muss mal schnell meine Pistole nehmen hier. Ist hier noch ein Alarm oder was ist hier los? Scheiß auf Granate, Alter. Ich sehe gar keinen. Also ich habe sie jetzt auf jeden Fall alle gekillt. Ja? So. Sergio? Danny hier. Du kannst rauskommen. Ich habe heute eine Beerdigung. Einer unserer besten Soldaten wurde in Jaras der da? Erde zur Ruhe gebettet. Eskortiere Captain. Der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Wohin denn? Das ist Wir müssen unsere Ärsche zum Fluss runterschwenken. Wer ist okay. Das ist Kapitän Diaz. Du wirst genau tun, was ich sage, wenn ich es sage. Und wenn er nur eine falsche Bewegung macht oder um Hilfe schreit, blase ich ihm die Scheißbirne weg. Er kann gar nicht schreien. Nein, gar nichts. Aber seine Militärkumpels haben einen von uns gefangen. Also gibt's einen kleinen Austausch und dafür brauchen wir mindestens einen Kapitän. Diaz, zum Fluss. Dani, er kann nicht. Sicher nach hinten ab. Okay, ich sicher nach hinten ab. Du schaust vorne oder was? Ich schau hinten, alles klar. Hab ja noch mein Kätzchen. Kitty, Kitty. Kitty, Kitty. Warum steht denn da 100%, Alter? Verstehe ich gar nicht. Geh! Patrouille! Diaz! Hinter die Steine da! Los! In diesem Wald trainieren Soldados ihre Pferde. Aber wenn wir vorsichtig sind, schaffen wir es nicht, entdeckt zu werden. Dann halt dein Haustier gut an der Leine. So, weiter geht's. Wo findet der Austausch statt? Unser gemeinsamer Freund wird dich irgendwann einweihen. Bis dahin gilt, je weniger du weißt, desto besser. Wohin bringen wir ihn denn? Das musst du auch nicht wissen. Ja, weiter! Weiter, 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 Freundchen. Kann den eigentlich direkt wegsmashen. Nur einer, ne? Verteidigt euch! Gib mir nur einen Grund und ich drücke ab. Ach, da ist noch einer. Okay. Gut, gehen wir. Gehen wir! Unser gemeinsamer Freund spricht den höchsten Tönen von dir. Er nennt dich Chameleon. Den einen Tag koche ich Arroz con Puerco für Castillos Marine, den nächsten schippe ich Pferdescheiße für die verkackte Kavallerie. Ich könnte nie undercover arbeiten. Ich bin ein furchtbarer Schauspieler. So zu tun, als wäre man einer von diesen Ärschen, ist einfach. Sie nicht zu töten, das ist was Schwieriges. Soldados, schnell verstecken! Okay, nur einer. Woher weißt du, dass das Militär die Gefangene nicht schon längst hingerichtet hat? Meinst du, ich bin das einzige Chamäleon? Wir sind überall. Wenn sie nur ein Haar auf ihrem Kopf krümmen. Hauptsache, der sieht ihn jetzt nicht, den ich da gerade gekillt habe. Weitergehen. Aber sieht nicht so aus. Junge, wo rennt der denn lang, ey? Ist es nicht zu laut, wenn wir im Fluss laufen?
Das Wasser verwischt unsere Spuren, wenn sie Hunde schicken. Dann können sie uns nicht folgen. Guck mal schnell, ob hier einer ist. Zwei sogar. Und ein Hund. Der Hund hat... Der Hund... Irgendjemand hat da angegriffen. Scheiße, dass der weggerannt ist. Den hätte ich echt noch gebrauchen können. Wir kommen gut voran. Aber Vorsicht, da kommt eine Brücke. Die wird gern vom Militär benutzt. Da kommt eine Brücke. Okay. Ich höre was. Runter! Werf ein Auge auf den Kapitän! Glaubt, die sind hier gleich. Ich weiß nicht, wie sich Trolle fühlen. Wer? Trolle? Gerade gehustet? Okay. Gut, weitergehen. Lebt er noch? Ja. Okay. So, weiter geht's. Alter, was war das denn, ey? Einmal war hier Halligalli. Ja, nu? Er geht einfach nicht weiter, ey. Er glotzt mich einfach nur an. Er möchte einfach nicht sein bewegen. Weitergehen. Ich weiß gar nicht, auf was du wartest, Kollege. Soll ich weitergehen? Kann auch vorgehen. Vielleicht ist es dann schneller. Wir sollen ja sowieso den Fluss lang, oder? Ich glaube, ich muss vorgehen, Alter. Guck mal, hier sind Pferde. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. So, und hier wartet auch schon jemand auf uns. Kapitän zu einem anderen Unterschlupf. Mhm. Danke für die Unterstützung, Danny. Okay. War das meine Mission? Sieht so aus, ne? Ich habe sogar ein Pferd bekommen. Nice. Nices Pferd ist nice. So, Jaranisch Geschichte abgeschlossen. Undercover Hengst.